Mein Name ist Maria. Die Zeitung würde sagen, ihren Vornamen dürfen wir nicht nennen, aber euch sage ich ihn einfach. Ich bin die Freundin von Carsten und der Anruf, der uns Sonntag zu Montagnacht um 2:30 widerfahren ist, das war somit der schlimmste Anruf, wenn es heißt, komm mal schnell, dein Hof brennt. Wir haben bis jetzt gekämpft, wir kämpfen auch weiter. Der ganze Vorgang, um euch den zu erzählen oder um den überhaupt darzustellen, ich denke, dafür benötigen wir Zeit, das zu verdauen und erstmal zu verarbeiten. Aber was wir definitiv nicht machen, ist aufgeben. Es geht weiter. Es geht morgen weiter, es geht übermorgen weiter und auch nächsten Monat. Denn wie steht da vorne bei uns am Traktor dran? Wir haben es satt. Definitiv. Egal, wer uns gegenübertritt und wer uns seine Meinung äußern möchte, wir akzeptieren sie, definitiv. Aber alles, was uns in den letzten Stunden und Tagen an Unterstützung vom Landkreis, vom Ministerpräsidenten oder generell vom Bund nicht widerfahren ist, den holen wir uns jetzt. Dass alle die, die Angst um ihr Hab und Gut haben, eine ruhige Nacht erleben können, dass sie schlafen können und sich sicher sein können, wenn sie früh aufstehen, dass trotzdem noch alles das, was wir uns so hart erarbeitet haben, immer noch dort steht, wo es hingehört.